Hi Leute, recht herzlich auf meinem Kanal und zu einem, ihr seht es schon, kleinem neuen Projekt. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen Titanfall 2 spielen. Ich weiß nicht, wie uns das Game gefällt. Ich habe es damals mal, glaube ich, zu Weihnachten mal runtergeladen für, weiß ich nicht, 20 Euro oder sowas das waren. Da war damals ein Angebot auf Origin und habe gedacht, komm, das nimmst du mit für das Geld. Ich hatte ja schon einige Trailer gesehen und ja, es hat nicht schlecht ausgeschaut. Und würde ich sagen, schauen wir doch mal in das Game. Ich kann aber nicht versprechen, ob wir es komplett durchspielen. Ich will es einfach mal ein bisschen anzocken. Und je nachdem, wie es uns gefällt, machen wir da natürlich weiter. So, wir spielen heute erstmals auf dem PC. Und ich nehme jetzt auch mit einem anderen Programm auf, OBS Studio. Und ich habe schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Ich weiß aber nicht, wie es wird, ob es dann mit dem Sound 100% passt und so. Also seht es mir ein bisschen nach. Könnte sein, dass ich noch ein bisschen rumspielen muss an den Einstellungen und so weiter. Ist ja keine Elgato. Ja, ich nehme normalerweise mit der Elgato auf, aber heute machen wir mal mit OBS Studio. Die OBS-Kenner unter euch werden wahrscheinlich sagen, ey, OBS, voll geil und so. Kann sein, aber ich habe null Erfahrung mit dem Programm. Aber jetzt werde ich sagen, schauen wir doch mal rein und schauen wir mal, wie die Aufnahmen werden. Schauen wir mal, wie das Spiel wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Kampagne. Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Geiles Intro. Ich spiele übrigens auf dem Intel Core i7 5820K mit einer GTX 1070 und 32 GB RAM. Ich konnte es jetzt aber nicht auf 4K-Auflösung stellen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das Spiel unterstützt es eventuell nicht. Ich spiele jetzt aktuell mit einer Auflösung von 2560 auf 1440. Also ich kann nicht auf 4K stellen in den Optionen. Vielleicht unterstützt das Spiel es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Normalerweise müsste es der Rechner eigentlich locker schaffen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal Leertaste. Es geht los, Pilot Cooper. Ach, scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren.
So, ich schaue noch mal schnell. Das passt alles. Genau. Ja, das ist, weil ich halt das nicht sehe jetzt, weil ich spiele halt auf einem Bildschirm und OBS läuft halt im Hintergrund. Ich sehe nicht, wie die Aufnahme gerade läuft oder sonstiges. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich das besser machen könnte. Deswegen muss ich ab und zu mal auf den Desktop switchen, was ihr aber nicht sehen werdet. So, schauen die Lampen. Da. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Blickstörung besteht. Ja, die Blickstörung ist perfekt. Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Jetzt geht's los. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. So, okay. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, ha? Okay. Legen wir einen Zahn zu. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Jump-Kits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump-Kits geht Ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Was um die Auto? Oh, schaut richtig nice aus hier, weil es aufsteigt. Wunderschön, oder? Jo, sieht wirklich geil aus. Dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Dafür kämpfen wir, Cooper. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Für die Freiheit, in Frieden und Wohlstand zu leben. Lauf auf eine Mauer zu und drück wieder. Wie wär's mit einem kleinen Wandlauf? Ah. Okay. Gut, so geht's. Alles klar. Hier drunter, ducken Sie sich. Muss man schnell in die Optionen gehen. Und zwar Steuerung, Tastenbelegung, Ducken. Ducken machen wir hier. Hat er das jetzt genommen oder nicht? Nee. Wo nimmt er das nicht? Entschuldigung, dass ich jetzt einstellen muss, aber es hilft jetzt leider nicht. Nimmt er nicht? Warum nimmt er das nicht? Nimmt er nicht? Nein, das nervt mich schon wieder, wenn es schon wieder nicht funktioniert, so wie ich das will. Okay, übernehmen kann ich ja immer noch umstellen dann mal.
ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Menschen wie Sie. Früher waren wir die Gejagten. Heute sind wir die Jäger. Im Kampf läuft es nie so ab, wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die Sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Ab auf den Schießstand. Oh. Verstehe nicht, warum ich diese blöde Taste nicht belegen kann. Okay, hilft nicht. Muss ich da mal offscreen machen oder so, dass ich mir das ein bisschen anders hinlege? So, okay. Ziehen Sie über das Visier Ihrer Waffe, um präziser zu treffen. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. So, wo soll ich jetzt hingehen? Ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie müssen besser werden. Schauen wir nochmal. Steuern, das nervt mich jetzt. Sorry Leute, aber das ist halt leider so jetzt. Machen wir es anders. Mein Gott. Finden Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg? Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, die ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Ist einfach scheiße, wenn die Steuerung nicht stimmt hier. Weiter.
Nein, so da. Mann. Das ist blöd, wenn die Steuerung einfach nicht passt. Ich laufe jetzt hier komplett auf einen anderen Knopf, wie ich es normalerweise mache in den Shootern. Seht ihr, das sieht richtig behindert aus. Nicht schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Ja. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Wenn Sie fertig sind, habe ich was Besonderes für Sie. Gar nicht übel. Aber ich wette, der nächste Geist ist eine harte Nuss. Kann man das abbrechen? Sind Sie fertig? Denken Sie dran, an Wänden sind Sie schneller. Versuchen Sie es. Duck dich doch, was ist denn jetzt hier? Lass die einfach raus, ich muss sie nicht killen, ne? Okay, okay, nicht schlecht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Ich schau mal, dass ich die Einstellung hier ein bisschen besser machen kann. Heißt, die Steuerung hier genau auf mich abstimmen, weil so wie es jetzt gerade ist, geht es überhaupt nicht. Ich muss jetzt hier auf C schnell rennen und sowas. Und da kriegst du ja einen Fingerkrebs. Gut, dann würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mal, dass wir dann schon mit der Kampagne starten können. Aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Tutorial machen. Ist auch nicht schlecht. Aber, naja, schauen wir mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.